fliegt der Stuhl. Und vielen Dank an Pixen Studios, die uns diese Keys überhaupt haben zukommen lassen. Ich habe einen Key von dem Spiel noch übrig. Den verlose ich nachher noch. Oh Gott, weißt du, was das ist? Das ist wie Dead by Daylight, glaube ich. Ja, ja, das ist so die Richtung. Ach, schade. Ich dachte, das wäre so ein wirklich mit Story so ein bisschen. Ob Story hat, weiß ich nicht. Aber wir können ja mal gucken, ob wir da noch was finden mit Story. Ich würde jetzt erstmal das angucken. Und vielleicht weiß ja auch bei mir im Chat jemand was mit Story. Horrorspiel mit Story für zwei Leute? Ja, das wäre cool. Genau. Darauf hätte ich richtig Bock. Lauren würde zu mir passen. Hahaha. So. Also Elijah Knight. Es gibt ein Konfigurationsmenü. Fähigkeiten nicht. Es gibt ein Levelsystem. Man kann neue Items und Fähigkeiten mit der Zeit freischalten. Ja. Das ist jetzt natürlich Early Access. Jetzt ist halt noch nicht alles, ne? Und die wollen halt mit der Community auch viel zusammenarbeiten. Haben da viele Ziele, dass sie dann, weiß ich nicht, 15 und mehr Orte, mehr Monster und was weiß ich haben können. Jetzt schauen wir mal, Charakter. Ach, wie schade. Ich dachte echt, das wird. Ich hab dir, glaube ich, schon vor 2 Monaten gesagt, wie das Spiel heißt. Du hättest ja mal nachgucken können. Und dann im Spiel. Oh, das hat ja gar keine Story. Was ist denn das? Das ist ja wie Dead by Day. Oh, das ist ja doof. Ich habe nicht gesagt, das ist doof. Ja, ja, noch nicht. Aber ich habe mich gerade so gefreut. Dead Space kann man zu zweit spielen. Habe ich halt schon durchgespielt. Das kenne ich gar nicht. Oh, aber das ist gut. Und das ist richtig gruselig. Ist ein Echt? Shooter. Mhm. Ein gruseliger Shooter. Ein gruseliger Schluder. Vom Namen her kenne ich's. Kennst du 100 Pro. Oh, ich kann sie nicht nackig machen, weil das ist Level für irgendwas. 100. Nackig wäre lustig. 100. Ja. Aber nein, gibt's nicht. Fähigkeit nichts. Unsichtbarkeit. Mit Level 4. Ja, ich habe eigentlich noch einen Key für Level 5 bekommen, aber aus irgendeinem Grund funktioniert es nicht. Der verliert immer den Server. Ausrüstung. Was hast denn du als Spiel eingestellt, Shibi? Was für Spiel? Demos und Games oder so. Ah, okay. Ja. Weil das Spiel ist ja nicht gelistet. Weihwasser, oh ja. Okay, dann renne ich mit 2x Weihwasser rum. Und einem Handy. Ja, die ist cool, die hat ein Handy, die hat keinen doofen Leuchtestab. Obwohl, den Leuchtestab könnte sie dem Monster auch in den Arsch. Titel. Geisterjäger. Okay. Muss mal ganz kurz noch was machen. Jojo. Also ich habe mir mal hier einen Jäger eingestellt, den ich dann habe. Warte, man kann auch einen Monster einen einstellen. Jägi. So, eine also Leute, Sekunde. Wenn euch was einfällt, ich hätte auch Bock, irgendwie jetzt halt eine Runde das zu spielen. Und wenn es ein richtig gutes, nicht teures gibt, können wir ja auch noch was mit Story machen. Das wäre cool. Animal Crossing kann man auch zu 8. Animal Crossing, ja. Animal Crossing. Ja, das ist voll gruselig, du. Animal Crossing, das packe ich nicht. Mm-mm. Das geht nicht. Ich finde es auch ein bisschen hart, ehrlich gesagt. Mm-hmm. Allein, super, wenn ich die Zimt dann bei mir habe und die beobachtet mich dann beim Schlafen immer, das geht nicht. Ja, genau, wie so richtig creep. Animal Crossing war heftig. Wie war? Es ist heftig. Ich habe das bis vor einem Jahr noch gesucht. Ja, ich weiß ja, wie du Harvest, nicht Harvest Moon, ne? Stardew Valley spielst, deswegen. Ja, die letzten Male habe ich es mit Juri gespielt. Es war auch cool. Ja. Okay. Also mein Monster ist, glaube ich, Dr. Walker. Okay, hast du's? Ja, schon längst. Du auch? Ach so, ich auch. Und wie geht's jetzt weiter? Ja, dann müssen wir jetzt wahrscheinlich auf den Server. Serverbrowser? Schätze ich mal. Schauen wir mal, ob
da was kommt. Du hast eingesperrtes Objekt ausgewählt. Hä? Warum? Ich glaube, ich muss eine Lobby erstellen. Ja. Aber dann muss einer von uns ein Monster sein, ne? Ernsthaft? Glaub schon. Spielmodus, ja, maximal. Wir haben in Stardew Valley gechillt. Ja. Ja, warte mal, ich mach mal auf nicht privat. Vielleicht kommt dann ja gleich noch jemand rein. Leute, wenn ihr das Spiel habt und mitspielen wollt, kommt rein. Ich glaube, kein Mensch hat dieses Spiel. Empfohlene Werte setzen, normal. Ich komme nicht mehr zurück, weil ich ein gesperrtes Objekt angeblich ausgewählt habe, was ich jetzt eigentlich nicht mir vorstellen kann, aber gut. Okay. Und jetzt? Ich weiß es nicht. Jetzt? Hä? Ich habe dir mal eine Einladung geschickt. Okay, danke. 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 Wie nehme ich die an? Über Steam. Zur Not. Ich weiß doch. Zur Not über. Wenn alle Stricke reißen. Ah, okay. Ich verstehe. Ich nicht. Ich auch nicht. Spieleanleitung? Ja. Ich würde sagen, wir starten einfach, oder? Ja, aber ich kann nicht. Ah, jetzt, oder? Weil jetzt hast du ja auf den Haken aufbereitet, gemacht. Ja. Da steht halt immer noch auf Spieler warten. Vielleicht muss ich machen, warte. Oh, nö. Da können wir lang warten. Aha. Ich weiß ja noch, wie das damals bei. Was war das? Das war doch so ein. Das war das nicht Dead by Daylight sogar? Wo wir es immer nicht geschafft haben, mit dem Fletcher zusammen irgendwie mal in eine Runde zu kommen? Oder war das Kann Friday? Sein, ganz am Anfang. Eins von beiden. Mhm. Auf jeden Fall. Ganz am Anfang noch, als es noch neu war. Friedhof. Okay. Ich dachte schon, du liest die Anleitung. Wer macht das schon? Was, welche Anleitung? Ich habe gerade die Anleitung gelesen. Leider die Energiekristalle auf, um das Monster. Je mehr Energiekristalle am Ende vorhanden sind, desto schwächer wird das Monster sein. Wo bist du? Oh Gott, Shiva! Was denn? Kannst du nicht so eine Angst machen? Ja, sag die. Oh. Wo steckst du mir den jetzt hin? Ich geh mal ein Stück zurück. Ich hab irgendwas verbraucht gerade. Du hast ja einen tollen Hintern in der Hose. Ja, ich weiß. Squat, squat, squat every day. Wir sollen irgendwie Energiekristalle. Haben wir überhaupt ein Monster? Niemand von uns spielt ein Monster. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir spielen halt irgendwie. Hier, guck, hier kann man aufladen. Hier. Ah, hinter dir, hinter dir! Ich dachte, wir haben kein Monster! Wie kann man rennen? So wie man in jedem Scheißspiel rennt. Oh Gott. Wo ist dieser Bastard? Hinter dir. Hinter mir? Ja, oh, nein. Jetzt geht er gerade auf mich zu. Lalalala. Oh fuck. Was war das für ein. Ich kann nicht mehr laufen! Wie kann man den Kristall wegstecken? Der Herr segne dich, Errungenschaft freigeschaltet. Wo ist er hin? Er ist weg, gell? Er ist hinter mir, ich bin so gut wie tot. Nein, 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 hä? Er hat sich in Luft aufgelöst. Komm zum Kristall. Warum schnell. Macht der denn so einen Scheiß? Ich hab Weihwasser benutzt aus Versehen, deswegen. Oh, Digi, da kommt er, er kommt. Komm halt, wenn du dich traust. Oh, geh mir aus dem Weg, Mann, geh weg! Das ist so krank. Wo läufst du hin? Der ist hinter dir, der verfolgt dich. Nein! Wie sie halt gerade doch. Ich will aber was mit Story, das ist viel lustiger. Und jetzt. Scheiße. Ich schau einfach nicht nach hinten, okay? Der ist hinter dir. Ich weiß, der ist schon die ganze Zeit hinter mir. Oh Arsch. Gott, mein Herz. Jetzt hat der irgendwie sich in Luft aufgelöst. In Rauch. Ah! Ah!
aufzustrahlen. Der ist bei mir aufgepupst. Aua, 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 ich bin tot. Oh. Mir geht's gut, Errungenschaft. Fokus, Fokus. Jetzt kann ich dir zuschauen. Die Map ist aber klein, ne? Irgendwie nicht so groß, ja. Das ist das Problem. Wo ist der? Wo ist der? Aber was hätte ich denn gegen ihn tun können? Also Leute, falls ich euch anschreie, tut's mir sehr leid. Oh Gott. Plus 200 XP. Drei Minuten, wow. Bedrohungen nicht eliminiert. Zurück zu Leiden. Oh Mann. Okay, Entschuldigung fürs ins Ohr brüllen. Aber mir hat das nichts getan. Ich habe mir das schon gedacht. Aber okay, komm, wir machen mal Wald. Ja. Okay, ich bin froh, dass der auch automatisch rumlaufen kann, weil sonst wäre es irgendwie doof, wenn ich irgendwie das Monster bin und du die einzige Person, die dann halt immer wegläuft. Das wäre einfach nur Scheiße. Ich kann nicht mehr, sagt er. Ich kann nicht mehr, ey. Ah, eine Rutsche! Ich will da runterrutschen. Lade die Energiekristalle, um das Moment zu schwächen. Okay, go. Und anschließend zu töten. Wo ist denn so ein... Da ist ein Wunden bandagieren. Aha, okay, das ist interessant. Warum? Warum kann ich das nur hier machen? Nee, das sollten wir halt später... Also wir sollten es uns merken. Karte an. Ah, mit Q kannst du die Karte öffnen. Ja. Da weiß ich sogar, wo und alles e ist. E kannst du dich heilen. Okay. Also ich laufe jetzt nicht, weil das verbraucht ja was. Mhm. Sehr Quatsch. Und hört er uns dann auch mehr, wenn wir da rennen? Weiß ich nicht. Und wir haben nur 15 Minuten für die Runde, sehe ich gerade. Ich laufe mal rückwärts und schaue hinter mich. Wir hatten nur 15 Minuten, sagt sie, nachdem die letzte Runde 3 gedauert hat und wir gestorben sind. Ist echt so. Oh Gott, lass mich nicht allein. Nein, ich gehe ganz normal. Da ist so ein Energieding. Okay, lad du mal aufladen. Auf. Ich sicher alles hier. Mit was auch immer. Also jetzt ist er, glaube ich, aufgeladen. Es steht zwar immer noch da, Kristall aufladen, aber... Oh, ich bin ein Esoteriker, Errungenschaft. Da vorne ist er. Ach du Scheiße, ich bin weg. Tschüss. Ich komm mit. Hä, wieso? Hä? Ich habe ihn doch aufgeladen. Mehr ging nicht. Müssen wir das vielleicht beide machen? Bist du hinter mir? Mehr oder weniger. Ah. Kann man diese dumme Leuchte mal wegtun? Ja, das ist scheiße, ne? Das ist irgendwie drücke mal echt scheiße. F, aber das bringt gar nichts. Hä? Ah, mein Herzschlag. Sieht aus, als würde sie da in den Busch kacken. Das hatten wir mal. Das bringt gerade ein Déjà-vu. Wir haben oft über das Kacken geredet, ja. Leute, die Begleiterin ist gruseliger als das Monster. Ist nicht so. Sie ist so creepy. Kann man irgendwie. Kann ich hier rutschen? Ich will rutschen. Da ist eine Axt, da ist eine Axt im Baum. Ich kann springen. Kann ich mir die nehmen? Bestimmt nicht. Das geht nie in solchen Spielen. Hä, das finde ich irgendwie doof. Das, wie geil wär's. Mhm. Ich meine, man muss ja nicht Warte, mal noch Musik? Nicht noch. Der Typ muss in der Nähe sein. Wir haben Musik. Hä, aber ich sehe ihn. Ich bleib einfach. Ich versteck mich jetzt im Busch. Hallo, hallo, geh doch da durch. Ob das Verstecken im Busch so viel bringt, wenn man. Ja, das leuchtet wie. Hä, hey, wieso habe ich denn jetzt auf einmal eine Waffe in der Hand? Ich check das irgendwie das nicht. Ist eine Waffe? Ja, vorhin auch schon. Aber plötzlich. Oder habe ich da irgendwas gedrückt? Oh, ja! Du auch? Ja, wenn man rechte Taste gedrückt hält, dann hat man eine Pistole in der Hand. Nee, 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 nee. Dann zielst du nur. Ja, aber und so meine ich Lampe sie ist genommen. Ja weg. So habe ich sie gerade genommen. Echt? Mhm. Jetzt habe ich sie auch weiterhin in der Hand. Aber man kann sie auch nicht mehr wegstecken. Ah!
Was denn? Hinter dir! Jesus Maria, ich sehe da keinen. Ja, ja. Ah! Ey, lass ihn Ruhe, du Arschluck! Oh Gott, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Lauf doch, du dumme Sau! Ah! Lass mir meinen Frieden. Ich habe aber auch keinen scheiß Kristall mehr gefunden. Oh Mann. Ich check's nicht. Ich checke nicht. Also das Schießen hat, glaube ich, gar nichts gebracht, tatsächlich. Nee, null. Null. Monster können dich erspüren. Wie die ausschaut. Deine Haare vor allen Dingen. Ich hätte zu viel Angst vor dem Spiel, wenn der Typ einfach aus nichts auftaucht. Wer bist du denn nun? Ich will die auch sein. Warte. Ich finde die irgendwie geil. Warte. Mhm. Ich bin jetzt auch. Komm, wir sind Zwillinge. Baby. Zwillinge? Ja. Genau. Ja. Von okay. Geburt an getrennt. Und jetzt haben wir uns wiedergefunden. Wiedergefunden. In the Horror House. Oh Gott. Pacify, oder was? Pacify wäre ein Spiel mit Horror- und Mehrspielermodus. Oh. Merke ich mir mal. Hallo, Zwillingsschwester. Ich bin froh, dass es dir gut geht. Hallo, Zwillingsschwester. Hallo! Oh, hinter dir! Muss ich aber mal los, du, ne? Oh Gott! Oh Gott, oh Gott! Du bist ja tot? Wieso bist du tot? Ich kann das nicht. Weil ich bin erschrocken und hab einfach die Hand von der Maus genommen. Wirklich? Ja. Yeah. Bei mir, ich bin aus Versehen in einem Bug. Ja, ich seh's. Ah, ich bin hier durch die Wand durch. Okay. Ich habe ein Upsi gemacht. Du bist im Schlachthaus. Hä, aber der kommt ja ständig irgendwie auf. Also der beamt sich ja von A nach B. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, also das ist bis jetzt das Gruseligste, finde ich. Das finde ich auch Horror. Jetzt wieder, wurde nicht aufgeladen. Hä? Schau mal auf die Karte, wo noch ein Kristall ist. Gleich, die Gänge hier sind so unangenehm. Wenn er jetzt vor dir auftaucht, hat er halt verloren. Hm. Weil manchmal rennt er manchmal nicht. Ich habe noch Weihwasser. Du kannst hältest den fern. Ja, du kannst ihm das Weihwasser ins Gesicht spritzen, dann ist er weg. Das habe ich vorhin gemacht. Aber eigentlich aus Versehen, aus Panik, aber ja. Hi, Tim, was spielt ihr? Hallo, Enrico. Wir spielen... wie heißt das nochmal, das Spiel? Beyond Senses. Ja. Beyond Senses. Hier ist es so, wie Dead by Daylight. Nur in neu und noch nicht ausgereift. 500 Meter gegangen. Oh, da eine Leiche. Jetzt habe ich auf einmal eine Waffe in der Hand. Du hast mir abgezockt. Wahrscheinlich. Oh Gott. Mach da mal so ein Ding auf und hol eine Leiche raus. Ich glaube, der ist hier irgendwo. Kann ich nicht aufmachen. Wieder ein Bein aus der Tüte rausragt. Wieso kommt denn der nicht mehr? Ich weiß nicht, aber das macht mir Angst. Boah, das ist richtig creepy. Oh! Ich habe aus Versehen das Weihwasser benutzt, weil ich mich erschrocken habe. Oh nein! Hä? Okay. Welche Wunden? Oh. Hallo, wieso kommt denn nicht mehr? Weiß nicht. Mach mal die Karte auf. Oh Gott, die Musik ist so hektisch, das ja, macht mich kirre. Ja, mich auch.
Kostenlos, Darksaber. Okay. Können wir ja gleich auch noch anschauen. Aber das ist nicht sowas wie Dead by Daylight oder wie das, nee, oder? Nee, nee, nee. Er meint, das ist ein Spiel mit Story. Für zwei Personen. Ah, geilo. Können wir dann auch noch machen. Der taucht bestimmt plötzlich wieder aus dem Nichts vor einem. Mhm. Ja, das ist ja das. Der beamt sich halt von A nach B. Ich glaube, der war gerade da. Au! Ja. Er hat gerade irgendwas. Krabbelt er jetzt hinter mir? In den Rücken gestochen. Krabbelt Bleib einfach da drin. Krabbelt er jetzt hinter mir? Nein. Oh Gott. Boah, wie gruselig wäre es. Palo Maka, vielen Dank für dein Follow. Dankeschön. Oh Gott, oh Gott. Der will, dass du dich sicher fühlst und schwupps taucht er aus der nächsten Ecke auf. Ja, ist auch so. Ist auch so. Voll. Vorhin kam der so random die ganze Zeit. Und jetzt wartet er ab. Der Hund. Ja, und ich finde keine von diesen komischen Steinen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh. Hä, Shiva, hast du nicht gesehen? Ich habe auf die Karte geguckt. Ich habe auf die Karte geguckt. Ach so. Oh Gott. Mir wurde die nicht angezeigt. Ach du Scheiße. Ich will halt den einmal killen. Ja, schon, ne? Mhm. Okay, komm, was kriegen wir jetzt hin? Willst du noch mal im Horrorhaus? Ja, ich finde das schon. Okay, machen wir noch mal im Horrorhaus. Komm, die Zwillinge, die schaffen das. Zwillinge! Nun aber. Zwillinge. Das schaffen wir schon. Meine Haare nerven. Ach, das ist, was man da so hört. So. Was denn? Diese Scheibe? Okay, ganz ruhig. Hier ist ein Chrysler. Hä? Muss ich auch? Nee, ich kann man nix. Die vielleicht noch gar nicht. Kristall aufladen, Der ist da. Ja, moin, ey. Verpiss dich. Ich war noch nicht mal. Ich habe ihn mit Weihwasser angesprüht. Ja, und nun? Bin ich tot. Ich auch. Das ist aber dem halt egal. Hä? Okay. Okay, das war eine coole Runde. Aber warum ist der plötzlich da? Das nervt mich irgendwie. Mich auch. Entschuldigung. Ja, also, Mich nervt es auch. Ja, Ja. Oder? Ich weiß jetzt auch nicht, der hat sich nur ins Gesicht gefasst und sich gedacht, Weihwasser, und dann hat er mich umgebracht. Ja, bei mir dasselbe. Komm, wir gehen jetzt direkt. Das mit den Kristallen habe ich jetzt auch nicht so ganz so verstanden. Bist du da rein? Da? Wo? Wie geht man da runter? Ach, komm. Wie bei jedem Spiel. Ich kann durch deinen Hintern gucken. Und ich schaue vorne wieder raus. Wo bist du? Ew. Ich kann auch an dich gucken. Kommst du durch? Nee, ne? Du bist zu fett vor mir. Da komme ich nicht vorbei. Mich würde mal... Versteck dich, Zim. Ja, wir verstecken uns jetzt hier drin. Aber... Oh, ah, da ist schon mal das ein First Aid Kit. Okay, aber nicht, dass der jetzt hinter mir... Ach du Scheiße! Was ist jetzt los? Oh, komm rück, rück, rück jetzt! Ich kann nicht schießen! Was ein Hund. Jetzt steht er da. Hauptsache lackierte Fingernägel, ne? Hauptsache Fingernägel und flieg. Ich bandagiere mich mal eben. Ah, bei den Kristallen kommt dieser Balken nur kurz auf und dann ist er wieder weg. Ich glaube, das ist noch nicht ganz fertig. Kann es sein? Ich glaube, oh Gott. Jetzt habe ich eine Pistole plötzlich in der Hand. Immer nach dem ersten bei den Kristallen, wenn man die nicht geschafft hat. Das ist doch komisch. Wie lang dauert das, sich zu bandagieren? Das ist ja irre. Ach, du bandagierst dich immer noch. Ja. Dein Ernst? Ja, ja. Das ist ein bisschen lang. Lieber Entwickler, bisschen kürzer bandagieren, bitte. Piu! Du hast das andere Fenster im Oh Gott. Ach so, ja.
Das ist doch übelst random. Man taucht auf wie so ein Pokémon im hohen Gras. Der ist echt so. Und dann geht er wieder durch die nächste Wand. Ja, wenn ich ihn halt auch fangen könnte, ne? Superball! Mhm. Ich schaue jetzt, ob er halt hierher kommt und dann schieße ich ihm ins Knie. Arschloch. Bringt eh nix. Anschießen? Ja. Hm. Habe ich so das Gefühl gehabt. Ja, also vorhin. Er kommt, er kommt! Auf deiner ja, Seite. Ja, jetzt geht er wieder. Warte, ich logge ihn wieder an. Ja, komm doch, komm doch. Komm doch. Wenn du dich traust, Bitch. Wo ist er denn? Jetzt ist er wieder in irgendeine Wand gegangen. Toll. Er ist in eine Wand gegangen. Ja. Hm. Komm doch, Bitch, wenn du dich traust. Aha. Ich hätte eine Waffe auf dich. Und du kannst nichts dagegen tun. Ich bin schon wieder durch die Wand gebackt. Oh, was machst du hinter mir eigentlich? Durch die Wand backen. Komm doch, komm doch. Also hier ist er nicht. Nee, bei mir auch nicht. Aber es wäre halt ganz cool, wenn er jetzt vor uns stehen würde. Könnten wir mal... Mein Herz rast. Ja, ich möchte... Also in echt, oder? Nee, nee, da. Ja, ist so aufregend. Er kommt, er kommt, er kommt. 8,32. Was heißt das denn? Ich habe ja gar keine Munition. Ich habe keine Muni. Wieso kriege ich eine Waffe und habe keine Munition? Ach, und dann verschwindet er wieder random. Der hat sich einfach aufgelöst. Ja, das finde ich irgendwie doof. Ich meine, okay, er ist ein Geist, okay. Aber... Wenn man sich nicht wehren kann, finde ich doof. Was soll ich mit, warum kriegt man mir... Wieso kriegt man eine Knarre in die Hand und kann da nichts damit machen? Warum kriegt man überhaupt eine Knarre in die Hand? Warum bringt das Weihwasser nichts? Na doch, das brennt in den Augen. Da muss er sich mal kurz die Augen wischen. Ja, ja. Ach, dann kannst du für ein paar Sekunden weg... Ja. Kann ich halt schnell weglaufen, aber... Ich war in der Falle vorhin und ich dachte, das würde ihm mehr machen. Hallo, Doktor. Mir geht's gut und selber? Ich glaube, wir haben keine Chance gegen den Dude. Hm. Ja, warte, mach mal kurz auf die Karte schon. Ich find's gut, dass wir sehen, wo wir sind in der Map. Und wo das First Aid ist und so ein Zeug. Da wo die Pistolen sind auf der Karte. Ach, da ist Muni wahrscheinlich, da oder? Da ist wahrscheinlich Muni, genau. Ja, und was machen wir jetzt? Ich meine, er taucht ja random einfach auf. Ich glaube, wir müssen da hinlaufen, Muni holen und ihn dann erschießen. Okay, los. Oh Gott. Dr. Elrandos, vielen Dank für deine... Scheiße, ich sehe nichts, ich sehe nichts. Entschuldigung. Alles gut. Wo lang, wo lang, wo lang, wo lang? Okay, hier lang. Wenn er kommt, Weihwasser und weiterrennen. Mhm. Vorne, vorne, vorne. War das nicht hier? Weiß ich nicht. Ich will nicht wieder auf die Karte schauen. Ich hab grad eigentlich... Doch, ich wäre richtig gewesen. Egal. Ach du Scheiße, er kommt, er kommt, er kommt! Lass mich durch, du Fettarsch! Ah, okay, da sieht man in der Not, wie du bist zu mir. Du bist meine Zwillingsschwester. Also, gleich fetter Arsch. So viele Fragen hier. Was für Fragen meinst du? Was machst du? Ganz ja, und jetzt, der Name hier fett steht auf dem Bildschirm. Nochmal auf die Karte gucken, warte mal. Wir sind. Oh, ah, wir sind jetzt ganz. Muni. Vor uns ist Muni. Ich glaube, ich habe jetzt was. Ah, ich auch. Lass mich zurück! Okay, jetzt warten wir darauf. Oh Gott. Nicht. Piu. Nimm das Ding aus meinem Gesicht. Okay, und nun? Ah, guten wir Appetit. Kristalle. Doktor. Danke. Nicht an dich. Ja, dir auch. Musst ja was tun für den dicken Hintern. Oh. Der wäre so. So, der Hintern wäre. Also hier ist er nicht. So, bei schönen Abend noch. Danke, dir auch. Tschüss. Schau doch mal. Bleiben wir doch sitzen. Wir haben jetzt Munition. Du kannst auf der anderen Seite gucken und ich gucke hier. Echt? Oh. Ja. Hier, Weihwasser für dich. Oh, danke, danke. Hier ist er, hier ist er. Ich hab damit besprüht. Geh raus, lock ihn ein bisschen mehr an. Nee. Geh raus mit dir. Nee. Doch, doch, doch. Er ist schon wieder weg.
Er ist schon wieder weg. Lass mich rein! Lass mich doch rein! Gott. Warte. Schau mal auf der anderen Seite. Nein. Lass mich doch mal durch. Liebe Kinder. Jetzt geh doch nicht mal weg da. Ja, du kleiner Mops. Dann geh halt raus. So. Ich will ihn anlocken und dann hier abschießen, weißt du? Aber lass mich wieder rein. Ich trau mich nicht. Ich dachte, wir tauschen. Okay. Jetzt komm schon. Komm schnell. Ja, nein. Schnell, geh. Ich komm nicht durch jetzt. Los. Oh Mann. Ich hab Schiss, weil hier kann er von links kommen und von der anderen Seite. Ja. Frag mal, ich hab mich da gerade schön im Kreis gedreht. Komm doch, wenn du ich dich traust. Ich warte drauf, dass der plötzlich hinter mir hier rumkriecht. Ihr müsst euch vorstellen, dass man noch so eine Krankenschwester machen, die hier. Ja. Dann wird's gruseliger. Ich habe ja gar keine Angst vor dem Coroni. Ich auch nicht. Das ist ja alles total Massenpanik, die unbegründet ist. Man sollte halt vielleicht nicht mit älteren Leuten jetzt in Kontakt kommen. Weil für man die sollte jetzt einfach mal daheim bleiben und einfach mal chillen, dann genau. Passt das alles wieder. Ganz genau. Aber an einem selber, wenn man nicht immunschwach ist oder so, ist es halt wie eine Grippe. Ja. Einzige, man muss Kacke auch nicht ist, sein, ne? Dass halt jetzt Leute, die den Urlaub geplant haben und so ein Zeug, das kann man halt jetzt alles nicht wahrnehmen. Mein Japan-Urlaub liegt jetzt auch flach. Wolltest du diese Ferien? Ja, ich wäre eigentlich am 31.03. geflogen. Ach du Scheiße. Oh, oh nein. Oh. Kacke, ne? Und du? Hast du schon gebucht? Ja, ist ja alles fest, ne, klar. Alles. Bekommst alles. Du das Geld zurück? Man darf umbuchen, aber ich habe keinen anderen Urlaub für dieses Jahr. Deswegen weiß ich noch nicht so genau, was ich mache. Ich warte jetzt gerade noch, ob die es vielleicht einfach von sich aus stornieren. Und Sommerferien? Ja, ich wollte halt eigentlich zur Kirschblütenzeit nach Japan. Mm. Und Sommerferien habe ich ja auch nicht. Da muss ich ja auch arbeiten. Also, Scheiße. Selbst 2 Wochen genommen. Aber 2 Wochen sind weniger, als ich jetzt eigentlich gehabt hätte. Und ich hätte eigentlich schon gern den Zeitraum, den ich ursprünglich wollte. Ja, verstehe ich. Die ganzen Sachen unterkriegen und so. Ja, ich warte mal ab. Sustendo, ich musste auch an Animal Crossing denken, weil er sagt, Ashiba, nicht so schlimm, kannst du Animal Crossing spielen. Da gibt's ja auch Kirschblüten und... Ja, weißt du, was ich noch spielen werde? Final Fantasy. Final Fantasy! Ja, das Release wäre ja genau auch reingefallen, wenn ich in Japan gewesen wäre. Was bestimmt das wär richtig halt super geil gewesen wäre. Ich wollte mir dann noch gleich. Ich wollte es mir dann noch gleich in Japan kaufen. Auf Japanisch. Hallo, siehst du mich nicht, du Affe? Ist er bei dir? Der ist einfach an mir vorbeigelaufen. Was ist der dumm? Hä? Wieso habe ich keine Munition? Schon vorbei. Wo ist er denn? Geh du mal. Ja, wo ist er denn? Okay, du, lass mal wieder rein. Der ist da rumgelaufen. Ja, der ist doch schon längst über alle Berge. Du sagst immer nur, der ist da. Der ist da. ja, da hinten halt. Aber der hat sich ja schon aufgelöst. Der ist hier nur lang gelaufen und hat uns gesucht. Ach so, die Zeit fliegt ja weg. Bei mir ist keine Zeit. Aber bei mir auch nicht. Hä? Bei mir steht nur 8 von 32. Bei mir 5. Eine Freundin von mir ist gestern nach Japan geflogen. Echt? Konnte die das mit den Flügen und so? Ja, es geht noch alles. Ist auch nicht storniert oder so. Hä, wieso fliegst du da nicht? Munition auffüllen. Ich warte halt noch ab, tatsächlich. Achso. Hast du Munition also aufgefüllt? Ja, ich finde das sehr merkwürdig und unfertig irgendwie. Ja, ist es ja auch. Es ist Early Access. Ja, aber dass man irgendwie sie nicht mal richtig wehren kann und... Ja, das da kommt er. Oh. Hä? Ciao, das macht keinen Sinn. Das und ist doch blöd, irgendwie die ganze Zeit nur vor dem wegzurennen, oder? Nein! Arschluck! Scheiße. Nur ein Kratzer, Errungenschaft. Ja, ich auch. Ich glaube, ich verstehe das Spiel nicht. Ich finde es auch merkwürdig. Ich verstehe das Spiel nicht. Soll ich mal den Dings spielen? Das Monster? Vielleicht checken wir es dann. Ich habe Angst, wenn du der bist. Okay, aber mach mal. Okay.
Machen wir auch in dem Horrorhaus? Nee, mach mal was anderes. Das ist so beklemmt, dieses Haus. Ich krieg die Krise. Also der hat die Fähigkeit Telekinese. Mit dieser Fähigkeit kannst du Waffen vor dem Abfeuern blockieren und die Lampen deiner Gegner manipulieren. Hm. Unsichtbarkeit? Ja genau, das ist was. Der war halt unsichtbar immer, wirklich. Und Hinterhalt, mit dieser Fähigkeit kannst du einen Überraschungsangriff ausführen. Aber der andere war ja genauso unsichtbar ständig irgendwie. Penis. Spielkonfiguration. Aber wir haben auch verschiedene Möglichkeiten. Wir hatten jetzt auf Jagd eingestellt. Wir können auch Egoist spielen. Oder Verbannung. Das heißt? Ich habe keine Ahnung. Spielen wir mal Egoist. Okay. Vielleicht ist es dann anders. Mach mal okay. Also, ja. Du weißt nicht, ob du nächste Woche deine mündliche Prüfung machen kannst. Ja. Ja, alles doof. Und das Schlimmste ist, wir wissen es alle, dass niemand mehr ordentlich kacken kann und sich den Hinter richtig abwaschen, weil es gibt ja kein Klopapier. Also, ich habe noch 5 Rollen. Du kommst ja noch locker 5 Wochen rum. Easy peasy, länger. Mhm. Du kannst deine Gegner mit dem Taser paralysieren. Schau mal, das funktioniert auch nicht. Die Kristalle funktionieren nicht. Oh. Du funktionierst nicht. Oh, scheiße. Hä? Der hat mich nicht angegriffen. Wo bist Warum? Du? Ah, ich habe den Kristall jetzt erobert übrigens. Der war gerade vor mir und ist einfach wieder gegangen. Ja, aber... Same. Hey, hallo. Ich laufe dem jetzt hinterher. Ja, aber es ist zu viel über ihn lustig. Kristall erobern geht nicht. Ich kann nichts machen. Hey, warum bist du so eingeschnappt? Sei doch nicht so... Hey, beide laufen hier rum. Was? 2? Ja, ja. Ich laufe ihnen gerade hinterher. Mal schauen, was die so privat so machen. Hast du auch einen Taser? Ja. Boah, die sind halt übelst schnell. Ich komme gar nicht hinterher. Also ich kann diese Kristalle nicht erobern. Wenn ich E drücke, passiert 0. Ja. Bei dir auch? Okay. Ja. Hä, warum? Ja, die tun einem nichts. Was für ein Feedback soll das so sein? Die tun einem nichts. Hä? Oh mein Gott! Jetzt stehen bei mir 2 von den Schwarzen sich gegenüber. Und haben sich gerade besprochen, was sie als nächstes machen. Und jetzt laufen sie beide in eine Richtung. Hier laufen also mehr als 3 rum. Geil. Aber die tun einem halt nichts. Okay. Deutschland macht gerade die Grenzen zur Schweiz zu, ja, Österreich, alles, alle Grenzen zu. Alles dicht. Aber es ist, ich finde es voll gut so. Mhm. Anders geht's nicht. Ja, voll. Wenn man sieht, wie rasend schnell sich das verbreitet. Das ist halt das. 1 Kilometer gegangen. Doch, ich habe den zweiten, Doch, der tut Kristall was, der erobert. Tut was, der haut mich. Ja, jetzt. Ah! Oh. Nein! Nein! Die kam von beiden Seiten. Ich hatte keine Chance. Ah, jetzt bin ich auch. Ah, ich bin Platz 1. Yeah. Anstatt Klopapier habe ich mir einen Korken gekauft. Ja, perfekt. Sind wir zusammen auf einer Map? Nee, ne? Doch. Aber jetzt gerade gewesen? Ja. Aber wir spielen gegeneinander. Egoist? Ach so. Lass noch einmal das machen. Willst du nicht das nächste? Verbannung? Ja, mach Verbannung. Okay. Was soll der Geiz? Ach so, jetzt habe ich die gleiche Map nochmal genommen. Ah, egal, die ist cool. Vor allem, was die Leute nicht kapieren, jeder hat doch eine Dusche, oder? Dann wäschst du dich halt ab. Es gibt auch Duschklos. In anderen Ländern machen die das nur so. Ja, ist eh viel besser. Hä? Und öffne alle Artefakte und sammle die verfluchten Objekte. Verwende die verfluchten, um das für ein Pentagramm. Das ist ein bisschen schnell weg immer, ne? Okay. Ich fühle mich gerade so, als könnte ich nur meckern. Oh, aber der kommt halt jetzt schon. Ich hab mich Was soll man da machen, bitte? Ich habe mich nur nicht mal umgeschaut und... Ja, tot. Ich hab ihn angespritzt. Es hilft nichts. Sind nur kurz die Augen verklebt. Ich hab dich gerettet. Nee, ich bin tot. Ernsthaft? Ja.
Du hast den halt zu spät gekriegt. Ich kann das nicht! Du hast zu spät gekriegt. Ah! Ich hab. Aua. Mimi lässt grüßen. Ich hab ein Artefakt gefunden. Ja, Entschuldigung. Ein bisschen Mimi steckt also doch in mir. Surprise, surprise. Ach, wow. Ja, Überraschung. Scheiße. Liebe Zimt, meine Frau fragte gerade, ob deine Frau abgemurkst wird. Hab Kopfhörer auf. Musste leider sagen, tatsächlich. Oh, wegen mir? Ja. Der hat oh, sorry. Die Kopfhörer gehört. Wie, was? Wie? Nochmal. Er hat Kopfhörer auf und seine Frau hat es trotzdem gehört, die woanders steht. Ups. Ich habe ein sehr lautes Organ. Es tut mir so, vielleicht machst du mich doch ein bisschen leiser. Soll ich sie ein bisschen leiser machen, Leute? So. Ich verstehe das Spiel nicht. Ich verstehe das auch nicht. Aber egal. Ich bin entkommen auf jeden Fall. So viel steht fest. Nein, alles gut. Okay. Sie ja, tut mir genauso laut wie ich, ne? Das müsste eigentlich passen. Ach, lass aber sie doch schreien. Ja, schau, das gefällt denen doch, wenn du schreist. Ew. Ne? Das ist irgendwie eklig. Ich öffne gerade. Ah, neben dir, links neben dir. Ja, ist mir jetzt egal. Ey, wie soll man das schaffen? Wie? Mhm. Schau mal, ich brauche 1 Million Jahre, um das zu öffnen. Genau, was ich eigentlich sagen jetzt wollte, jetzt hört mal auf, wie klein Perversen. Ich verstehe, wieso die Leute eher, also um Klopapier Angst haben, aber nicht ums Essen. Was auch Blödsinn ist, weil es gibt genug für alle. Wenn nicht einer, also irgendwie die erste Runde angefangen hätte zu hamstern, dann wäre halt gar nichts gewesen. Weil irgendwann waren wir an der Stelle, wo dann die Leute gesagt haben, ja, hamstern ist scheiße, aber bevor ich kein Klopapier mehr habe, nehme ich halt lieber ein bisschen mehr mit. Ja, und da befinden wir uns jetzt und das ist einfach total dumm. Teufelskreis. Ja, voll. Ich finde es auch total affig, aber alle finden es ja irgendwo affig. Ja, aber das ist halt auch komisch. Jeder, mit dem ich rede, sagt das Gleiche, aber irgendjemand muss es ja machen. Also irgendjemand kauft, muss es doch kaufen. Also, das ist halt so. Ich weiß auch nicht. Okay, das fand ich sehr doof, Verbannung. Ja, ich mache mal auf Strich, also gar keinen Spielmodus. Ja. Und mach mal... Dann kommt Jagd. Steht da jetzt Jagd? Ja. Ach, wirklich? Mhm. Was sind das für Punkte hier? Hä, weil bei mir ist jetzt einfach nur ein Strich. Oh ja, bei mir steht Jagd. Ah, ich muss was festlegen. Okay, dann machen wir nochmal Egoist. Aber auf Friedhof. Da ist nämlich offener, da können wir es vielleicht nochmal austesten. Okay. Als ob wir verhungern hier in Deutschland, ja. Einer hat ein Video gemacht, hallo Leuchtebot, da hat sein Lager gezeigt mit Klopapier, was halt einfach 10 Meter hoch Klopapier lag. Komplett voll, ja, das ganze Lager. Die kommen nur mit dem Liefern gesehen, nicht hinterher. Ich habe auch gesehen, wie sich die Leute halt schon richtig anbiefen und um eine Packung Klopapier richtig streiten und halb prügeln im Supermarkt. Ernsthaft? Ja, aber ich habe 2 Videos gesehen, es ist einfach nur hallo. Behindert. Okay. Aua! Ich dachte, das ist keins für mich. Ich dachte, das ist gegen die Gig. Ganz für mich. Ich bin gleich tot. Huch. Oh, hallo. Ah, da. Hey, aber da ist doch der Bösewicht. Ja. Ach, die machen ja gerade eh nichts. Ja, was wollen wir denn danach spielen? Ich weiß, das Spiel, was mir vorhin empfohlen wurde. Ich habe den Namen vergessen, kannst du es nochmal schreiben, bitte? Wir können es uns ja mal angucken. Genau. Hier ist eine Hose. Ah, nee, doch nicht. Das ist ein Grabstein. Grabstein in Form einer Hose. Vielleicht mochte er Hosen. Ich kann den Kristall nicht erobern. Ey, aua. Mein Kristall. Aber ich kann es eh nicht. Wenn ich eh mache, passiert nichts. Doch, doch. Nein. Musst du länger und dann links kommt über der Leiste, Gesundheitsleiste, steht dann ein von 7 Kristallen oder je nachdem. Ach, die werden dann blau. Bei mir ist es rot. Ich habe keine Ahnung. Das ist irgendwie seltsam. Aber ja, ich habe jetzt auch einen. Dann habe ich immer noch zu kurz. Ah. Kurz. Gehen die schon auf einen los? Nee, ne? Ich glaube nicht. Ich glaube, erst ab einer bestimmten Zeit. Hey, jetzt habe ich wieder nur 2.
Ich hab dir einen weggenommen, ja. Du nervst. Die Jagd Scheiße. Hat begonnen. Renn um dein Leben. Fuck it! Oh Gott. Renn, du kleine Ho. Oh Gott. Oh, es ist unangenehm. Also ich meine nicht dich damit. Ich weiß schon. Oh Gott. Ach du Scheiße. Oh Gott, Scheiße. Hier sind so viele. Ich weine gleich. Was heißt renn um dein Leben? Also, wohin denn? Ich glaube, ich bin tot. Ja. Ich glaube, ich habe wieder gewonnen. Aber ich konnte mich ja nirgendwo verstecken. Ich verstehe das nicht. Sorry, bei aller Liebe. Okay. Sollen wir was anderes jetzt noch spielen? Ich glaube, wir haben alle ja. Modi und so durch. Ja, können wir. Okay. Gut. Oder war sie schon weg? Also, Early was? Access, wie gesagt, ist... Ich denke, es hat Potenzial, wenn noch ein paar Sachen geändert werden, aber das hat man ja gerade gesehen und ich glaube, genau daran arbeiten die eh noch. War jetzt ganz witzig. Vielen Dank nochmal für die Keys. Wie gesagt, einen verlose ich nachher noch. Ja, wer Bock hat, dann machen wir das. Okay. Wie